Die Kostüme pelzig, flauschig oder bunt, als Löwe, Wolf oder reines Fantasietier verkleidet. Auf der Fury Convention in Seoul kommen an diesem Wochenende alle zusammen. Doch Fury sein ist für die Teilnehmer weit mehr als nur ein Kostüm. Diejenigen, die drinstecken, verstehen sich als Geschöpfe, die menschliche oder tierische Merkmale vereinen. Die Fury-Szene gibt es in Europa bereits seit 30 Jahren. Manuel Mehlhorn war mittendrin und hat sich unter die Furish gemisst. Ein Wolf in einem Tagungshotel im Thüringer Wald. Das ist Deimos, benannt nach einer Figur aus der griechischen Mythologie. Patrick steckt hinter dem Pelz. Fursuit, Fellanzug, sagt man hier. Zusammen mit anderen Fellnasen nimmt er an einer Gameshow teil. Innerhalb des Quadrates müsst ihr das Puzzle zusammensetzen. Zeit habt ihr so viel wie möglich. Es geht natürlich darum, so schnell, je schneller, desto besser. 2.800 Euro hat Patrick für seinen maßgeschneiderten Fellanzug bezahlt. Andere hier geben noch viel mehr aus. Mit ihrem Kostüm wollen sie ihren eigenen Charakter entwickeln. Das bedeutet für viele hier, die eigene Persönlichkeit mit den Eigenschaften eines Tieres zu kombinieren. Doch nicht nur das. Also für mich die Faszination ist tatsächlich einfach diesen Charakter darstellen. Dann hier, das sind natürlich jetzt Spiele, wo man denkt, na, ist ja eigentlich einfach. Aber bei uns muss man natürlich sagen, es ist für uns eine Herausforderung, eben weil das sind Greifspiele. Wir haben ein bisschen Probleme beim Greifen. Das sind Sachen, wo du einfach eine optische Linie brauchst, wo wir kaum Sichtfeld haben. Dazu kommt die Hitze unter dem Pelz. Deshalb wird das Hotel runtergekühlt. Das hat der Verein Sachsen Furs für seine East Convention exklusiv angemietet. Hier treffen sich an diesem Wochenende 900 Pelzfans. Die Szene gibt es in Europa seit 30 Jahren. Früher waren es vor allem Nerds und Computerfreaks. Inzwischen klärt sich das sehr auf. Also so der ITler-Anteil ist stark am Schwinden und andere Berufsgruppen und Sozialgruppen kommen immer mehr vor. Hauptsächlich Männer. Der Frauenanteil liegt bei 10-15%, schätzt der Verein. Für das Hotel ist die East Convention eine willkommene Einnahmequelle. Die Mitarbeiter haben sich längst an den pelzigen Anblick gewöhnt. Seit 2017 sind sie hier im Haus. Dementsprechend ist es für uns immer wieder faszinierend, wie viele Gäste, wie viele Kostüme und immer wieder was Neues dabei ist. Zurück zu Patrick, dem Wolf. Knapp anderthalb Minuten hat das Puzzeln unter erschwerten Bedingungen gedauert. Nicht die beste. Die beste war aber 1,18. Aber 1,33 ist eine sehr gute Zeit. Und das ist der Mann hinter dem Pelz, Patrick Trapp, Industriekaufmann aus einem Dorf in der bayerischen Rhön. Vor 18 Jahren hat er die Szene über YouTube kennengelernt. Auf der Convention arbeitet er auch als Security-Mann. Die Szene mitzugestalten ist für ihn ein Weg, Stress abzubauen. Wenn du im realen Leben Stress hast, also auf der Arbeit, teilweise in den Wochenenden, wenn du verschiedene Ehrenämter hast, dann kannst du einfach sagen, okay, ich spiele jetzt meinen Charakter, ich versetze mich in diesen Charakter hinein. Das ist auch eine Art Schauspielkunst, die wir da machen. Und ich kann sagen, ich schalte in dem Moment mich ab und spiele einfach meinen Charakter. So wird die pelzige Szene zu einem großen Rollenspiel, in das sich jeder auf seine Art einbringen kann, mit viel Liebe zum Detail.